Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Weiter geht's, Teil 2 auf der Techno-Klassiker in Essen. Wir haben es noch nicht weit geschafft. In der ersten Folge haben wir genau eine Halle geschafft. In der zweiten Folge geht es in der nächsten Halle weiter, weil ein Auto wollen wir euch unbedingt noch zeigen. Weil wir bräuchten jetzt hier eigentlich einen Ford-Experten, weil ich glaube, man könnte zu dem Auto extrem viel erzählen. Ja. So, ich kann es leider nicht. Ich weiß aber, dass die Gemeinschaft dahinter oder die Geschichte dahinter, hinter diesen RS500 Autos schon groß ist. Weil alleine, wenn man sich überlegt, bis zu 500 PS in den Zeiten damals, ne? Aus dem Vierzylinder. Genau. Also das war ja schon richtig Leistung, die dahinter steckt, ne? Ja, vor allem das Auto ist ja eine wahre Ikone. Der legendäre Rennfahrer Klaus Ludwig hat ja 88 damals die DTM damit gewonnen, bevor er mit den 190er Evo 2s dann gefahren ist. Zeichnet das Auto extrem aus, gerade dieses Texaco. Ich meine sogar, Jean-Pierre ist doch bei Ford mit dem Auto gefahren. Das weiß ich gar nicht. Doch, ich meine schon, dass er mit dem Auto da auf der Strecke gefahren ist. Weil ich finde krass alleine... Doch, der ist damit gefahren. Ich habe das gesehen. Oh, das Auto, hier gefahren sind. Guck mal. Ja. Das war echt ein toller Tag. Ein Auto in der Dimension mit Heckantrieb halt damals. Ja. Das war halt so schon das Besondere. Damals war halt noch Rennsport so richtig Rennsport. Ne? Es war echt gefährlich und, man gut, ist es heute auch, aber früher war das halt nochmal eine ganz andere Nummer. 1100 Kilo bis 500 PS mit Heckantrieb, das wird natürlich auch... Das geht nach vorne. ...saftig fahren. Vor allem mich würde mal interessieren, aus dem Vierzylinder 500 PS? Mhm. Und das damals, ne? Ja. Aber ich finde ja auch immer diese alten Aufkleber irgendwie auch geil. So ja. Diese Garrett Turbo, BBS, Recaro, Bosch. Ja, und hier ist halt, ne, du hast wahrscheinlich sehr hohen Fahrkomfort. Ja, da kannst du unter den Dingern einfach den Schranken immer durchfahren. Ja, genau. So, also hier ist auf jeden Fall gleich schon mal ein bisschen mehr Benz-lastiger, ne? Würde ich mal sagen. Ja. Vor allem HK, Kienle, das sind halt so die ganzen Mercedes. Ja, der Rosier Klassikstand, auch groß. Haben viele seltene Sachen da stehen. Hey, Kevins Lieblingsauto, Carrera GT. Der schwarze direkt hinter dir. Können wir mal gucken hier. Das ist dein Auto, ne? Das ist dein Auto, jawohl. Ist doch geil. Ist für mich soundmäßig auch immer noch Masterdinge. Ja. Vor allem, wenn die laufen, im Stand hörst du die nicht. Ja, 10 Zylinder, ne? Da hinten und steht ein Grauer, der hatte den umrangiert gehabt und du dachtest, das wäre ein E-Auto, weil du hast ihn nicht gehört. Kann auch an der Hallenakustik liegen, aber... Und ist halt auch ein Auto, also ich finde, der 10 Zylinder klingt anders als ein Lambo 10 Zylinder, finde ich. Ja, ganz anders. Der ist nochmal heller so, ne? Mhm. Weiß ich noch, ich werde es nie vergessen, ich glaube, Kupplung für das Ding kostet irgendwie 12.000 Euro oder so, weil das schon so eine Mehrscheibenkupplung ist, ja, so eine kleine. Ja. Aber geil, neben diesen perfekt restaurierten Mercedesen, dann so ein Used Carrera GT, ja. Ne? Ja, Used ist das richtige Wort. Ja. Guck dir mal bitte den Veyron an und sag mir mal, was du von dem Zustand hältst. Ja. Klar. Jetzt werden alle sagen, Lackschutzfolie hin oder her. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, aber der Lackzustand ist A, brutal schlecht und da guck mal unter den Kühlergrill. Ja, nee, das ist halt so ein bisschen durch die Waschstraße gefahren und so, ne? Also der hat das Auto benutzt, was ja auch richtig ist, aber ich finde, weiß ich nicht, dass du erwartest von so einem Auto nicht, dass der so aussieht. Ja, ja. Ich habe mir gestern sagen lassen, was das kostet, so ein im Jahr zu bewirtschaften. Mhm. Weißt du es? Viel. Sag mal eine Zahl. 100. Also einfach, nein, so viel nicht. 50. Ja, 50 bis 60, so weit weg. Ja, 50. Nee, also je nachdem, wie du wahrscheinlich fährst, welchen Service und so weiter. Aber ich glaube schon, dass das Auto zu Bugatti-Stellen, denke ich schon, jeder Service, also selbst ein jährlicher Service, ohne dass da viel gemacht wird, unter 30 wird das nicht gehen. Die Zahl gibt es da, glaube ich, gar nicht so. Ne? Und wenn dann nochmal was kommt mit Reifen, oder das kann ja mal was undicht sein. Ja, ich glaube sogar, wenn die Reifen sich abnutzen, weil das sind ja diese Hochgeschwindigkeitsreifen, womit du über 400 fahren kannst, tauschen sie nicht die Reifen, sondern den ganzen Radsatz. Ja, ich glaube, du darfst 4 Sätze Reifen pro Felge fahren. Oder? Ja? Ja, also 3 oder 4 Sätze, ja. Total bekloppt. Ja, Stirling Moss. Auch brutal.
Würde ich aber nicht fahren. Genau, ist auch so gar nicht meins. Ja. Also, ist halt wirklich so, alles was geht auffallen, ne? Puristisch. Alles was geht auffallen, puristisch. Weniger ist mehr, in Anführungsstrichen. Mir fällt auch, glaube ich, nur das Gegenstück von Ferrari ein. Dieser SP Monza, wie das Ding heißt. Vor allen Dingen, ja, so ohne Scheibe, ohne alles. Da kommt eine Windschutzscheibe, hat er die kleine. Ja. Aber ist wirklich eine kleine, ne? Ja, ja. Weiß ich, und ich bin absoluter Symmetrie-Fan immer. Ja. Aber wenn was so ein bisschen asymmetrisch ist, bin ich da immer. Ja, ja. Bin ich da immer vorsichtig. War auch übrigens einer der Gründe, warum ich am 7er einen Beifahrerspiegel nachgerüstet habe. Der hat ja Serie keinen gehabt. Mhm. Ich fand das immer schlimm, wenn du vorm Auto standst und der hat noch auf einer Seite einen Spiegel. Oh, Kevin, guck mal, da kommt noch. Ah, hinten noch schöner, finde ich. Laufe nicht noch besser. Die Farbe ist besser, ja. Ja, da kommt das Auto besser zu Geltung. Ja, hier sind wir erstmal im SL-Paradies angekommen, ne? Also man kann sagen, das ist vom Standaufbau der teuerste Stand. Und man kann auch sagen, das sieht man nur auf einer Oldtimer-Messe, dass wirklich der pflegeintensiveste Teppich ausgerollt wird, den es gibt. Ja. Beiger Teppich. Ja, guck mal, lass uns mal durchzählen. Hier stehen in etwa... Boah... Irgendwas zwischen 7 und 9 Millionen stehen hier. So, und er hat jetzt nicht viel an Messetechnik. Nur die Autos. Bist du so ein Ding schon mal gefahren? Nein. Oh, ich auch noch nicht. Nee. Lass mal einmal hier reingucken. Weil man darf auch nicht vergessen, die ganzen Autos hier, die sind ja alle used. Also gefühlt, meine erste Impression von diesem Jahr ist, dass es hier nicht mehr so ist, dass alles wirklich 1 plus wie geleckt ist, sondern schon mehr die Historie von den Autos so ein bisschen durchkommt, ne? Ja, du hörst das aber auch raus. Die Leute finden das authentischer, wenn ein Auto ehrlich und Patina hat. Weißt du? Ja. Weil, guck mal, wenn man sich das alles so anguckt, das ist ja schon richtig... Aber ist das nicht ein geiles Armaturenbrett? Richtig used, ja. Mega, oder? Ja, vor allem die ganzen Details, nicht mehr so Plastik, ne? Vor allem, richtig. Siehst du den Hebel neben dem Lenkrad da oben? Wie klein, ja. Du klappst das Lenkrad nach unten, damit du besser einsteigen kannst. Sonst kommst du ja mit den Beinen da gar nicht rein und raus. Dann klappt das Lenkrad so weg. Geil. Ja, das hat halt mehr Geschichte, ne? Wirkt mehr oder bringt mehr Vertrauen. Guck mal, sowas. Bei einem Auto, was mehrere Millionen kostet. Ja. Aber das ist halt echt. Klar, dann hast du auch so einen perfekt restaurierten wahrscheinlich. Man darf halt immer nicht vergessen, wo wir, glaube ich, selbst schon Probleme haben, ist, wie alt diese Autos eigentlich schon sind, ne? Überleg mal, in der Zeit damals, also selbst heute bist du ja ein Überflieger, wenn du mit rumfährst, ja, ne? Ja. Und stell dir mal einfach mal vor, du hast das damals gemacht. Ja. Also ich glaube, es hat schon, bei den Autos bin ich voll und ganz dabei, dass es eine Begründung hat, warum die so teuer sind heute. Weil das muss damals wirklich, da musst du der König gewesen sein, wenn du so ein Ding damals gefahren bist, ne? Ja, wie heute mit den ganzen Supersportwagen, heute. Die werden dann irgendwann, ob das so vergleichbar wird mit denen, wird fraglich sein, aber... Das waren damals die Autos. Aber ich finde, die Supersportautos heute sind nichts Neues mehr. Nee, nee. Weißt du, da kommt noch ein Spoiler drauf, da kommt noch ein Carbon-Teil mehr, da kommt noch irgendein Detail, ne? Hier ist es ja aber so, das war ja damals so... High Society. So astronomisch so ungefähr, ne? Ja. Welche Farbe würdest du so einen? Schwarz. Schwarz, ne? Ja. Also ich bin bei den Autos tatsächlich bei Schwarz oder bei Silber. Silber auch gut. Ja, ist irgendwie so die... Silberrot innen ist schön, schwarzrot innen ist schön, schwarz-schwarz wäre für mich ein Traum. Wobei ich glaube, überleg mal, du hast das Auto in schwarz und musst den putzen. Herzlichen Glückwunsch. Beide, schwarz-schwarz geht einfach immer, ne? Ja. Kann man nie was falsch machen. Und wenn der E46 dann so in das SL-Alter kommt, dann werden alle sagen, ein Glück hat er damals den BMW schwarz gemacht. Ja. Wobei ich sogar erst für British Racing Green war. Ja. Der sieht auf jeden Fall gleich ein bisschen frischer aus. Frischer und gepflegt aus. Ne? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, waren die immer braun von innen? Nee, wird es auch eine andere Farbe gegeben haben, ne? Weil der war auch braun. Echt? Ja. Weiß ich gar nicht. Aber wir haben noch einen hier. Einer steht hier noch. Noch einer? Ja, können wir gucken. Das müssen wir hier Kevin, haben. Bestes Material für dich. Ja. Was ist es, Alter? Weil guck mal, wenn du von vorne drauf guckst, das Ding hat schon so viel Historie hinter sich, das ist alles ein bisschen wie so eine schiefe Nase. Das Besondere hier dran ist, da hat komplett ein Designer per Hand diese Verkleidung selber gebaut aus Alu. Und da diese Rennmofete rausgemacht. Das ist Handarbeit, die ganze Verkleidung. Auch witzig aus, ne? Mit dem Trichter so. Ja, das ist noch alte Handwerkskunst. Aber das ist halt Oldtimer-Messe, ne? Essen Motorshow würdest du niemals hier so einen schönen Stand mit Ambiente aufbauen, wo man mal einen kleinen Wein trinken kann und einen Käse genießen kann. Genau.
Aber hier geht das, ne? Hier gibt es Champagner, Wein, Hummer. Echt, gibt's echt Hummer? Ja. Ey, brutal, oder? Ja, ja. Sei mal ehrlich. Denke ich immer an Michael Schumacher, der hat so ein Ding gehabt. EB110 damals schon mit 4 Turboladern. Brutal. Ja, wird auch unfassbaren Wert haben, oder? Ja, guck mal rein. Jetzt musst du dir mal vorstellen, da geht was kaputt. Alter. Dann herzlichen Glückwunsch. Turbolader 1, 2, 3 und 4. Voll ein krasser Zustand. Wie das alles so... Mhm. Also da wurde auch wirklich jedes Teil schon wieder angefasst bei dem Ding. Vor allem, wie das fahren muss so, ne? Weil du sitzt ja wirklich auch auf dem Boden, hast hinter dir diesen Motor mit den 4 Turboladern. Ja, und deine Füße sind auf der Vorderachse. Guck mal, deine Füße sind fast neben der Felge. Ja, ja. Du hast ja gar keinen Raum. Gut, mit dem Holz damals, ja. Also, ja, Farbe ist nicht ganz so meins, würde ich definitiv in Schwarz nehmen. Aber ist halt so Bugatti-typisch, ne? Und Endrohre fand ich nie schön. Ist aber auch, ist auch so ein bisschen so ein Auto, ähnlich wie der Veyron, als er rauskam. Mhm. Ist halt auch so krass, dass das kann man so nicht in Worte fassen, so, weißt du, weil es einfach so selten dann wieder ist. Ja, ja. Hier, deine Farbkombi, Silber, ja, genau. Auch geil. Da hinten, der ist sehr interessant. Ich finde einfach der Name Silberpfeil und auch, du kannst auch genau nur dieses Silber nehmen. Mhm. Ich hätte meinen Strich 8 ja auch in dem Silber gemacht. Ja. Weil das so ein richtiges Hellsilber irgendwie wird. Weißt du, ich finde, es gibt solche Silber, mhm, wobei der schon wieder ein bisschen grüner ist, und so ein Silber. Da finde ich das Silber schon geiler. Ha. Ja. Geil. Das ist geil. Wie die Kühler hier hinten hängen, ne? Vor allem wie das Mikrofon da drin und so. Das finde ich bei dem Auto so genial gelöst. Die Kühler einfach hammerhart hier hinten frei raus. Das musst du auch mal bei irgendwas bauen. Ja, vor allem, das ist ja auch mal ein männlicher Ölkühler, ne? Ist das ein Ölkühler? Ja, ja. Also mein Bauchgefühl würde mir sagen, das ist der Ölkühler. Brutale Optik. Krass, der ist sogar verkauft. Verkauft. Ist verkauft? Ja. Ja, genau. Da vorne Wasserkühler. Und dann dementsprechend wird hinten der Ölkühler sein. Aber damals schon dieses Kevlar-Zeug? Ja. Krass. Und auch, guck mal, Turbolader, Ansaugung nach hinten. Wegen, mhm, Dreck und so halt, ne? Mhm. Ja, Kevlar fanden sie gut damals, ne? Mhm. Überall. Die Wethje GmbH Kunststofftechnik, 84. Aber guck mal hier, das ist hier so Dual-Ansaugung. Also einmal so in den, mhm, Turbolader rein und einmal scheinbar auch Richtung Innenraum. Ja, aber einmal dann hier direkt rein, ne? Ja, vielleicht, weiß ich nicht, klappenmäßig irgendwie. Ja, aber... Warte mal, warum der... Ich finde, der sieht ein bisschen schmal aus. Der, das ist 10V. Ach so. Ja, ja, das ist der 10V-Motor. Es gibt den als 10V und 20V. 20V, ja, ja. Ja. Und damit da die Schläuche nicht mehr runterflucken, haben die sich einfach eine Sicherung noch zusätzlich angemacht, ja, ja, ne, dass, ja, ja, es gar nicht so weit auseinander kann. Was für ein Thema gehabt? Mhm. So hat man es damals gelöst. Mega Auto. Würde mich mal interessieren, für wie viel der weggegangen ist. Über eine Mio, habe ich gerade gehört. Was? Ja. Nein. Ich habe gehört, über 1 Million. Aber hat halt absoluten Seltenheitswert, so ein Ding. Ja, aber trotzdem. Mio? Ja. Aber hier, sympathisch. Haben sie damals scheinbar das Radgewicht schon auf den Reifen geschrieben. Thema Gewicht war da scheinbar auch immer angesagt. Ja. 19,2 Kilo. Habe ich noch nie auf der Straße gesehen. Mhm. Hast du schon mal einen fahren sehen auf der Straße? Also A in Rot ist, glaube ich, schon mal ultra selten, ne? Ich habe mal einen gesehen in diesem Grün. So ein dunkelgrün, so ähnlich British Racing Green mäßig.
Hammerauto. Hammerauto, ehrlich. So hammergeil. Vor allen Dingen auf Fotos wirkt der immer gar nicht so kurz, wie er eigentlich ist, ne? Stimmt, ja. Weil wenn du jetzt so vorstehst, ist das ja wirklich irgendwie, das ist auch weniger als ein Golfradstand, übertrieben gesagt, ne? Er wirkt sehr klein, wirkt so wie Golf 1 mäßig. Und deswegen sollen die ja auch so schwer zu fahren sein. Das soll ja unheimlich ja, schwierig Radstand ist mit dem Ding geradeaus zu fahren sein. Ja. Auch schon verkauft. Ist das hier die Schnittkante? Ja, die werden ja aus mehreren Autos zusammengesetzt, ne? Ja, hier. Sieht so aus, als wenn hier irgendwas angesetzt wurde. Und hier halt, ne? Genau. Aber auch hammerhart hier mit so Kreuzschrauben aus dem Baumarkt, ne? Aber die so, der, aber habe ich bisher auch noch gar nicht drauf geachtet, dass die da so eine Kante haben. Ich finde das Auto mega. Ja. Geil. Krass, echt verkauft. Ah. Grüße an Max gehen auf jeden Fall raus, weil er wollte eigentlich für die Essen Motorshow für den BMW auch noch Spiegel drunter legen, dass er den BMW mal von unten sehen kann. Ja. Jetzt können wir ein bisschen shoppen hier. Aber es gibt immerhin noch so ein bisschen Blechdengelwerkzeug und sowas alles noch. Ja, das bieten die viel an. Noch zu kaufen hier. Das ist auch die Profi-Version. Weißt du, man baut sich so ein Drehgestell immer selber für die Karosse. Und das ist halt die verstellbare, in alle Richtungen einstellbare Profi-Version. Ne? Ja. Also ich weiß nicht, ob es dir genauso geht wie mir, aber wenn ich das sehe, will ich es einfach haben, auch wenn ich es niemals brauche. Aber es sieht einfach geil aus. So Werkzeug. Das sind auch hier diese Rollen, womit sie diese Bleche immer in Form bringen und sowas, ne? Die Dinger da. Ich glaube engländisches Rad oder so heißt die Dinger. Ich weiß nicht. Genau hier war unser erster Stand auf der Essen Motorshow. Als die Hallen noch anders strukturiert waren. Mhm. So, Halle 5. Hier sollen tatsächlich auch richtige Kracher stehen. Ja. Sehen uns schon beide am Bilzerberg hier mit dem Koffer. Meinst du, wir in einer Runde schaffen? Nee. Also der wird gar nicht erst anspringen. Nee. Aber wenn der hier so steht, wird der wahrscheinlich trotzdem einen unfassbaren Wert haben, ne? Gehe ich von aus. Was ist das denn überhaupt für ein Auto? Bugatti hier, nehme ich mal an, ne? Nein, Richard Brasier. Automobiles Richard Brasier, habe ich noch nie gehört. Ja, auch nicht. Ja, das ist übrigens der Veranstalter selber. Sia? Sia, ja. Die bauen. Der Messestand ist dezent gehalten. Ja. Wie hoch sollen wir bauen? Ja. Ja. Wie groß sollen wir bauen? Ja. Das nenne ich mal Messestand. Aber man muss halt sagen, es bringt halt definitiv so ein bisschen Feeling immer so in so eine Halle rein, ne? Ja. Wenn man sich so überlegt mit dem Kunstrasen und so in der Höhe, so nostalgisch. So, genau, diese Nostalgie-Vintage-Charakter irgendwie in die gesamte Halle, auch hier, wenn du da so die Autos stehen siehst. Ja, hier stehen auch ein paar Kracher, ne? Guck mal, aber unfassbar, wie viele Autos hier einfach stehen, ne? Ja. Das ist echt so. Vor allem darf man nicht vergessen, alles, was hier steht, ist immer teuer. Wo du gerade teuer sagst, ne? Boah, Leute. Nochmal ein Ford Sierra RS500. Eigentlich das Gegenstück vom Konkurrenzteam wahrscheinlich, wie vorhin. Mhm. 350.000 Euro. Weißt du, was mich gerade interessiert? 24 Stunden drin gefahren. Wie regeln die das mit der Versicherung für diese Messe? Hier stehen ja Millionen. Ja, wird es Versicherung für geben. Wird es Versicherung für geben. Ich meine, ich glaube, versicherungsmäßig auf einer Messe geht das noch, weil so eine Messe hat halt dementsprechend nach Norm Brandschutz und so weiter. Mhm. Ne? Das heißt, die Chance, dass da was passiert, ist relativ gering. Aber auch hier so ein Ding, ne? So ein alter Lancia Delta. Mhm. Ja, das ist ein S4. Was aber witzig zu beobachten ist hier, es gibt so zwei Lager. Es gibt halt einmal so diese richtig heftigen, einfach nur Oldtimer und halt Rennsport. Ja. So, ne? Da
Da steht einer, ah, guck mal, Kevin, da steht noch ein Lieblingsauto von dir, noch ein Carrera. Ach, guck mal, da können wir gucken, ob der hinten braun ist. Aber daneben steht mein Kindheitstraumauto. Sei ehrlich. Da drin sehe ich uns auf dem Blitzerwerk hier. Ey, ein Diablo? Ja. Sei ehrlich, ein Diablo ist ein Diablo. Wow, und dann auch noch ein VT. 295.000 Euro. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Mein Gott. Aber 13.000 Kilometer erst, ne? Ja. Also, deine Frage zu beantworten, nein, nicht alle Carrera GT waren braun von innen. Ja, ja. Aber die Dichte an Carrera GT, drei Stück hier, ist schon nicht schlecht, ne? Ja. Sind wir schon drei Stück gesehen? Noch einer? Ja. Vier? Krass. Da hinten steht noch ein BMW 2002 Turbo. Wir können ja mal gucken, ob ein Preisschild dran hängt, was sie dafür aufrufen. Aber sei mal ehrlich, ein Diablo, das war für mich immer das Auto. Soll ultra schlecht fahren? Ja, vor allem 99. Ja. Da kam gerade Golf 4 raus. Ich kenne auch die Wörthersee-Zeiten, wo sie die Felgen immer auf irgendwelchen Golfs gefahren haben. Weißt du, so, stell dir mal vor, du bist so Golf 4 oder 996 gefahren. Oder das. Oder das. Ja. Da war das natürlich schon so ein UFO neben. Ja. Ich meine, klar, war für die damalige Zeit schon eckig. Mhm. Da waren die Autos sonst schon runter, aber... Ja, aber guck mal, der wirkt ja jetzt immer noch nicht so alt, wie er eigentlich ist. Ich verpasse dir mal ein paar moderne Blinker, moderne Scheinwerfer und irgendwie andere sportliche Sitze. Sieht das Ding aus wie ein neues Auto. Carrera GT, muss ich ganz ehrlich sagen, wird in Silber besser finden. Ja. Als in Schwarz. Die Form irgendwie verloren, ne? Das ist halt das Problem. Du weißt nicht, wo du hingucken sollst. Und du weißt nicht, was du kaufen würdest, wenn du hier bist. Das ist einfach reizüberflutet. Aber natürlich mit Original, wenn er sieht, dass er ein bisschen langweilig ist. Ich weiß nur, ich kann mich hier nachher haben. Ja, die drei sogar. Schon toll. Finde ich in Weiß aber geiler. Ja, Chamonix Weiß wiegt da irgendwie frischer. Nee, irgendwie finde ich einfach, weiß nicht, ist irgendwie mehr. Ich meine, klar, ich weiß, BMW Silber ist auch so Traditionsfarbe ein bisschen damals. Aber in dem Weiß finde ich irgendwie frischer. Ich finde, wo ich da jetzt gerade einen T1 sehe, ich finde, es ist erstaunlich wenig Busse. Mhm. Im Verhältnis so gesehen, ne? Ja, das stimmt. T1, T2 habe ich auch fast nicht gesehen. Außenfläche steht hat die T3. Aber hier drin, der Porsche ist ja krass. Ja. Alakin. Mega. 993. Ja, der hat die GT2-Verbreiterung. Ja. Vielleicht ist das sogar einer. Aber wie flach der ist, ne? Ja, vor allem sieht. Guck mal, wie tief. Ist halt schon. Ja. Da kommt das, das hatten wir ja schon mal, die Thematik, bei dir auch bei dem BMW. Da kommt dieses Tiefe, was es mal so gab, ja eigentlich auch her, dass damals die Rennautos halt wirklich so tief waren. Ja. Die sind so tief gefahren. Überleg mal, wo soll das Rad da noch hinfedern vorne und hinten. Ne? Aber die hatten ja trotzdem noch Federweg. Ne? Ja, der fährt aber auch gut irgendwie 4, 5 Grad Sturz vorne. Ne? Ja, ja. 4, 3, 4, 4, nee, 4, 4 mehr. Tja. Geld und Garage. Wir brauchen Geld und Garage. Garagen habe ich. Schon mal anfangen. Ich muss nur noch ein Lotto gewinnen. Aber das ich finde es ehrlich gesagt in dem Harlakin gar nicht so schlecht. Hat er irgendwie was, ne? Ja. Ist halt so ein bisschen, war ursprünglich mal ein gelber 903. Ja. Beim ersten Schrott eine orange Tür gekommen. Ja, noch mal eine rote Haube zerflext, ne? Und zack, hat sie alle vor allem und jetzt universell reparierbar. Was würdest du schätzen, aus dem Bauch heraus steht in der gesamten Messe hier an Wert? Boah. Ich schätze mal, meinst du, man kratzt an der Milliarde? Interessant. Das können wir relativ einfach überschlagen. Ja. Geile Frage auf jeden Fall, weil ich behaupte, wenn ich jetzt sage, das durchschnittliche Auto, was hier steht, kostet 100.000 Euro, ist das noch zu tief gebucht. Ja, ist es. Das wird noch nicht mal reichen. Ne? So, und ich sag jetzt mal vorsichtig, diese Messe wird wahrscheinlich eine Messefläche von 50.000 Quadratmeter haben. So in dem Dreh. Sagen wir 30.000 Quadratmeter. Mhm. Normalerweise würde ein Auto 20 Quadratmeter abnehmen, aber sagen wir, hier steht ein Auto auf 100 Quadratmeter. Mhm.
Sind wir also bei... Nee, damit ein, das ist... Nein, nein. Ein Auto auf 100 Quadratmeter kommst du nicht mit. Ja, wobei die Gänge... Auch mit den Gängen und so. Nur so ja. Überschlagen. Dann wären wir also bei 300 Autos. Nein, da kommst du lange nicht mit hin. Nee, nee, passt doch nicht. Lange nicht. Nee, passt doch nicht. Weil 300 Autos haben wir ja alleine in der Halle hier. Ach, mehr. Du täuschst dich, zähl mal durch. Hier stehen mehr als 300, aber dicke. Ich würde sagen, hier stehen an die 500, 600 bestimmt. Ja, dann muss die Messefläche viel, viel mehr haben. Weil so ein Auto 2 x 4 Meter, 8 Quadratmeter... Wir haben es ja oben in Halle 3 gesehen, wie eng die Autos ineinander gequetscht sind. Ne? Aber lass es 5.000 Autos sein. Sag ich, kommst du nicht mit hin. 5.000 Autos, a 100.000 Euro sind in dem Moment... Was? 5.000 Autos und a 100.000 Euro bist du bei 5... 500.000 mal 1.000 sind 500 Millionen. Ja. Sag mehr. Kommt mal eine Milliarde vielleicht ran, ne? Ja, wir müssen jetzt wissen, wie groß die Messe ist. Weil du hast ja manche Autos dabei, die kosten ja schon mehrere Millionen. Mhm. Im Vergleich, ich habe noch kein Auto gesehen, was hier wirklich unter 100 kostet. Unter 100 eine Vespa für 14. Unter 100 wäre der Rausschmeißpreis. Guck mal, wir gehen mal hier so. Aber ich sage, wir kratzen ja an einer Milliarde oder gehen sogar vielleicht drüber. Aber eigentlich müsste doch die Messe das wissen. Die müssen doch einen Versicherungswert angeben, oder nicht? Ja, ja. Die wissen natürlich auch nicht, was da steht, ne? Ja, ja. Weil normalerweise versichert schon jeder sich immer selber. Ah. Formel 1. Da sehe ich uns. Ja. Ich nicht. Das endet nur in der Katastrophe. Wir fliegen wahrscheinlich erstmal über die Kuppe drüber. Pagani selten, oder? Guck mal, nur zwei. Ja, ja. Aber wir müssen mal gucken, das sind glaube ich Attrappen, oder? Könnten auch Attrappen sein, ne? Mich würde mal interessieren, ob das ein Dummy ist oder nicht. Das können wir relativ einfach gucken. Kabelbaum ist drin, Pedalerie ist drin. Wieder sind drin. Warte mal, guck mal hier rein. Ja, da siehst du natürlich gar nichts. Nee, hier siehst du Kühler, aber das war's doch. Aber ich sehe so nichts. Ich würde sagen, die sind ja fast immer ohne Motor. Ich würde schon sagen, das ist ein Originalauto. Doch, da hätten Getriebe drin, Motor auch. Ein Originalauto, weil da alleine die ganzen Stecker, die schon nur aus dem Achsträger da rauskommen. Das finde ich immer krass. Wie gekoppelt das, also wie geschlossen das alles ist, weißt du? Man sieht ja wirklich gar nichts mehr und auch nur so kriegen die das mit dieser Bremsenkühlung und alles hin. Weil das halt wirklich alles abgeschottet ist. Die Luft wird da wirklich ganz gezielt rein und rausgeleitet. Ne? Geil. Verrückt. Einmal fahren, so ein Ding. Soll ganz brutal sein. Hier der Dirk, Gesellschafter, der hat einen Formel 4. Damit ist ja der Sohnemann am Wilster Berg gefahren. Gehst du in der Kurve vom Gas, schießt du dich ab. Du musst vom Gas stehen bleiben. Die bauen so viel Abtrieb auf. Das muss man vom Kopf ja auch erstmal. Ja, das ist das Problem. Aufhören. Dein Kopf sagt, geht nicht, du gehst vom Gas und fliegst ab. Hm. Ja, ich hätte jetzt auch getippt, das muss irgendwie so. Ich hätte gesagt, das muss so 2000er rum sein. Also absolut kein Formel 1-Profi, aber ich würde tippen, das muss so 2000er-Zeiten, vielleicht 2,5 oder so. Maxi wüsste wobei, der ist doch groß, ne? Das Nigel Menzel Auto aus der Saison 83. Der bei Koni steht, ist nochmal, ich glaube, gefühlt die Hälfte, dann zwei Drittel von dem. Achso, jo, Maxi, Formel 1 Profi, da muss es ja wissen. Wir rufen mal unseren Telefonjoker an. Nee. Ich habe mal meinen Telefonjoker angerufen. Ja, schwierig. Das ist es. Ja. Baujahr ungefähr? Bitte? Baujahr ungefähr? 2006. Steht Coolheart drauf? 2005. Okay. Ja, ich habe auch so getippt um die 2000 rum. Ja, ja. Alles klar, waren wir gar nicht so falsch. Na gut, ich weiß auch nicht hundertprozentig, aber in die Richtung. Er macht jetzt Probefahrt. Sehr gut, würde ich auch gerne. Ciao. Weitermachen, ciao. Ja, Maxi weiß, was Formel 1 angeht, wirklich. Guck, alles, jedes ja, Rennen. Ja. Volles Programm. Ja, pass auf, da hinten, da will ich auf jeden Fall noch mal einmal gucken. Also, wir sind ungefähr bei 2005. Oh, ja. Das ist dann noch mal 10 Jahre älter. Das ist älter, ja. Mindestens 10 Jahre. Guck mal, hier finde ich auch noch
hier finde ich auch noch, da ist halt einfach noch weniger dran. Mhm. Das ist ja wirklich so, ja, wie viel dran das alles ist. Ja, ja. Ich finde, bei so einem Auto sieht man auch, dass so ein Ding nur 500 Kilo wiegt, weil es ist ja wirklich nichts mehr dran. Das ist einfach. Weißt du, die Schrauben ab und du kannst das ganze Ding auf jeden Fall so, so abnehmen. Willem, die Spiegel. Ja, hast du auch Rabatt. Naja, aber guck mal, wie. Da siehst du doch gar nichts. Ach so, nee. Da kannst du nicht jetzt gerade noch hinten durchgucken, ja, was da hinter dir ist. Ne? Ja. Das war's dann aber auch schon. Häkkinen. Dicke Häkkinen. Das ist halt geil, ne? Ich bin ja mal in einem Replika mitgefahren. Hier. Weißt du, wie du da sitzt? Meine persönliche Meinung wäre jetzt auch gerade gewesen, ich glaube, sowas ist noch mal schwieriger zu fahren. Du siehst nichts und du liegst im Auto. Ja. Also deine Beine sind nicht angewinkelt, sondern du liegst komplett so. Ja, ja, ja. Und Fahrer und Beifahrer zusammen im Auto sitzen so. Also richtig eingequetscht. Ja, geil. Die Spiegelkonstruktion ist geil. Einmal Spiegel und hier Scheibenwischer, Uniball. Hat auch nicht jeder. Durchs Dach, Spiegel nach hinten. Ja, aber krass. Von wo? Weil da ist ja auch noch mal ein Spiegel. Ja, den Innenspiegel verstehe ich nicht. Der Innenspiegel ist nur zum Gucken auf den Motor, aber schon blöd hin. Wir so, wie wir die Vollexperten vor den Autos hier so. Alter, ja, aber das hier ist doch mal. Gar keine Ahnung. Das ist doch mal tief hier, ne? Auto sieht irgendwie aus wie ein Flugzeug. Ah, diese Finne, ne? Mhm. Ja, einstellbar. Und dann halt so ein Anhängerunglicht da dran, ne? Ja, die Straße zu lassen. Ja. Aber guck mal, wenn du jetzt gerade von hier guckst, sieht das fast aus wie ein Auto von vorne, ne? Ja, wenn du die Finnen links rechts raus erhöhst und einen Scheinwerfer dran willst, könntest du denken, ist aber. Da oben hast du die Kuppel dann zum Rausgucken. Krass. Hier diese 507er BMWs, ne? Die hast du früher, also vor Jahrzehnten, hast du die hinterher geschmissen gekriegt. Da standen sie in Amerika und so teilweise einfach in irgendwelchen alten Tankstellen verrostet in der Ecke um jetzt mehrere Millionen. Mehrere Millionen? Ja, 1 bis 2 auf jeden Fall. Ich glaube sogar mittlerweile mehr. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass sie so bei 1,5 und so lagen. Aber ist auch wieder ein paar Jahre her. Boah, das meinte ich mit 300er SL. Wie viele 300er SL hier einfach rumstehen, ne? Ja, ja. Da und wieder, überall. Also 300er SL wird es wahrscheinlich auf dieser Messe 30 Stück nur geben. Ja, bestimmt. Ich selber habe schon über 10. Guck mal, der eine stand, wo wir vorhin waren, da standen noch schon 6 oder 7 Stück. Ja, jetzt wird es hier leider echt voller. Ich würde sagen, wir setzen mal einmal schnell unsere Masken auf, wenn wir hier durchlaufen. Hier, Phil, der neue Lack für dich, auf dem Abarth. Stell's dir bitte mal vor, wir hätten den BMW in der Farbe lackiert. Nee. Ja, weiß ich, wäre der, oder hätte man am Ende vorgestanden, hätte er irgendwie gesagt, Alter. Ja, Alter, scheiße. Echt? Ja, klar. Also ich sag's jetzt mal so. Ich weiß es nicht, ob wenn das wirklich geil gemacht ist, so mit den Felgen und den Tiefen und so weiter, ne? Nein. Echt nicht, sorry. Nein, bitte nicht. Keine Chance. Nein. Aber wäre krass gewesen, ne? Ja, krass auf jeden Fall, aber auch. Weiß ich, wie vulgär darf ich mich ausdrücken? Krass scheiße. Eine Sache finde ich schade. Wir kommen ja beide aus der Zeit, wo es schon eBay und eBay Kleinanzeigen gab. Mhm. Also noch 10 Jahre vorher, wo du so Teile nur auf solchen Messen und Märkten und so bekommen hast, ne? Was hier so los gewesen sein muss, weil du hast ja all deine Teile nur bei sowas kaufen können. Ja, sicher. Du könntest ja nicht einfach eBay aufmachen, ich suche jetzt ein Lenkrad für ein 356, ne? Ja, so, da musst du es halt wirklich auf Messen fahren. Vor allem die Leute finden, die solche Teile hatten. Das war ja alles Mundpropaganda. Ja. Da steht halt die Kinder nach hinten links. Das musst du eigentlich kennen, das Auto. Das ist das sogenannte Batmobile. Ist das der gleiche Weiß-Farbton wie euer 02? Richtig, Chamonix-Weiß. Mein 7er ist in der gleichen Farbe. Kannst du das nochmal aussprechen? Chamonix-Weiß. Chamonix-Weiß. Mein 7er hat die gleiche Farbe. Weil der jetzt hier gerade so relativ stark gelblich wirkt. Beige-gelblich. Ja, genau.
Aber halt auch wieder die Chrom-Dinger dran, ne? Das war halt so, ne? Genau. Aber der ist halt wegen Spoiler und... Also bei den Autos ist es so, es gab die CSLs, also es gab die CS, CSI, das waren die normalen, und die CSL. Und CSL gab es auch nochmal eine Unterscheidung mit normal schmaler Karosse ohne das ganze Spoiler, also Frontspoiler, Dachspoiler und dieser Holzheckflügel. Und das sind die sogenannten Batmobiles. Die hatten 3,2 Liter, meine ich. Das war die letzte Serie und der Holzflügel wurde bei der Auslieferung im Kofferraum gelegt, weil er durfte nämlich nicht angebaut übergeben werden. Dann haben sie die Holzdinger in den Kofferraum gelegt und dem Kunden das Auto übergeben. Was kostet das Auto? Heute? Richtung plus minus 300. Ich habe gerade überlegt, wenn Audi hier, ja, dann eigentlich nur 5-Zylinder. Ich habe zum Beispiel noch keinen einzigen RS4 B5 gesehen, ne? Ich auch nicht. So, ne? Das heißt, wenn Audi, dann muss es der alte 5-Zylinder sein. VW, wirklich ja auch nur ganz seltenste Sachen. Und wenn dann auch nur ich habe zum Beispiel noch gar nichts in Richtung Karmann Ghia und so gesehen. Nee, wenig, hast du recht. Auch wenig, ja, ne? Um mal so ein bisschen so, schon mal so ein bisschen zu resümieren, was wir jetzt so jetzt gesehen haben in den letzten Stunden. BMW extrem viel, Mercedes extrem viel, Porsche natürlich extrem viel und diese ganzen Exoten, die so noch dazustehen. Ne? So würde ich schon sagen. Aber wo du sagst, echt VW? Klar, die ganze Konzernhalle ist natürlich nicht da. Ja, aber auch der private Sammler. Genau, dieser private, also gefühlt sind von Preisen her explodiert fast am meisten die BMWs. Wenn man so guckt, ne? Also da sind schon... Aber... BWS RS, ne? Ist halt leider wirklich ein Rad, was in diesen Baujahren alles so von 70 bis 2000, ne? Kannst du jedes Auto drauf stellen. Ist natürlich ganz selten RS, da gibt es ja wirklich nicht viele von, ne? Aber hatte damals im Original die Pole Position drin. Aber ich finde die Lederfarben Kombination, ne? Sehr geil. Ja, die generelle Kombination aus diesem Lila, ja, Schwarz und drin die drei Farben. So ein bisschen mit den Gurten und so. Das sieht doch mal endgeil aus. Ja, macht direkt aus dem Auto ein besonderes Auto. Ne? Ja. 964, finde ich ehrlich gesagt, haben wir auch wenige gesehen. Stimmt. Das war schon mal viel, viel, viel mehr. Das sagt man aber der Techno Klassiker nach, sehr F-Modell-lastig. Mhm. Also die Vorgängermodelle davon. Genau. Nee, Vorgänger war G-Modell und vor dem G war das. Ja, also wie bei vorher, ne? Genau, guck mal, noch ein EB110 in Silber. Ja, ja, aber guck mal, da kommt... Ach du Heiliger. Nee, das ist aber was anderes hier. Das hier müsste ein Dummy sein. Das ist ein Dummy. Guck, der hat keine Bremsscheiben drin. Das ist ein Dummy. Vielleicht damaliges Presseauto oder sowas. Crashtest-mäßig irgendwas oder so, ne? Aber dann muss das hier ja auch irgendwas... versuchsmäßig sein, ne? Das ist auch ein Dummy. Prototyp, ja. Wir kommen jetzt gleich an einem Auto vorbei. Da werden viele sagen, lass mal da lang gehen. Ist Schrott. Aber weil der da so steht, wie er steht, so dieses Unberührte, wird er einen sehr, sehr hohen Wert haben. Ich weiß nicht wie viel, aber ihr werdet jetzt verstehen, was ich meine. Aber weil der so ist, so unberührt, wird er wieder einen Wert haben. Boah, da zeigen sie mir da. Weil es halt diese Geschichte hat, ne? Und da gibt es Leute, die bezahlen richtig viel Geld, weil der so aussieht und nicht perfekt restauriert ist. Ja. Also wäre ist mein persönlich ist es nicht. Ich bin immer jemand, ich hätte lieber einen ich gucke lieber auf ein perfektes Auto. Außer bei Rennsportautos, die halt wirklich. Guck mal da, wo haben wir den da rausgezogen? Ja. Du darfst eine Sache nicht vergessen. Solch ein Auto kauft sich jemand, der wahrscheinlich schon 50 andere hat und der hat einfach Bock darauf, sich sowas Originales in die Ecke zu stellen. Er hat halt wahrscheinlich Lust dazu, wenn er seinen Kumpels von diesem Auto erzählt, die Geschichte dem Auto zu erzählen. Und dann hast du dann noch den ersten Staub drauf so, gefühlt, ne? So irgendwie. Ja, ja. Den Sahara-Staub aus den 80ern. Ja. Geile Farbe, finde ich. Ja. Aber die Endrosen sind schwierig. Vor allem, Alter, diese Grün-Grün-Kombination. Ja, ja. Aber was haben die sich bei den Endrosen gedacht? Ja. Ikone. Wolf of Wall Street. Yes, genau. Da kommt die Ikone her.
Ja, ich würde sagen, wir haben es geschafft. So gut wie, ja. Wir sind bestimmt nach dem einen oder anderen super interessanten vorbeigelaufen, aber ist das so? Ja, es gibt ja so viele Autos. Ja, ja. Lass uns doch, wir müssen einmal den Lamborghini-Trecker angucken. Ja. Ja, damit hat es ja angefangen, ne? Kennst du die Geschichte von Lamborghini? Nee. Okay, die in Kurzform, Ferrari damals, die waren ja irgendwie aus einem Ort. Mhm. Und dann hat, glaube ich, der Ferrari den Lambo mehr oder weniger damit aufgezogen, dass er irgendwie seine Trecker baut. Und dann ging das wohl irgendwie so egomäßig los, dass er dann angefangen hat, so Autos zu bauen. Ja, kommen doch beide irgendwie aus St. Agatha oder weiß der Geier, wo die sitzen. Ja, St. Agatha ist richtig, ja. Aber. Ja gut, das ist aber ein spezieller Trecker, ne? Ich wollte gerade sagen. Ich glaube jetzt nicht, dass die alle so aussehen. Ich verstehe jetzt auch hier das Konstrukt mit den Ketten gerade nicht. Kann man Kette, die Räder hochfahren? Kette, Räder und da nochmal. Oder war der ursprünglich mal nur mit Ketten? Und die Räder ist jetzt nur so um den Ach so, du kannst, glaube ich, die Räder abbauen. Und dann auf Ketten fahren, ne? Ja, ja. Das ist ja wie so ein Kettencut. Die gab es ja damals. Vorne mit lenkendem... Hä? Verstehe ich gerade nicht. Also ich würde sagen, der hat ursprünglich nur Ketten gehabt. Ja. Und das hat dann einer umgerüstet auf... weißt du, weil der auch gar nicht lenken kann. Der hat ja kein Lenkrad. Der lenkt trotzdem über die Räder mit den Ketten. Ah, ja, ja, okay. Das ja, wird, ja, stimmt. Das wird, er lenkt über, ja, ja, genau. Ja, das macht Sinn. Ja, ich würde sagen, wir könnten hier auf jeden Fall noch Stunden... Boah, ein Testarossa für 2,95 mittlerweile auch, ne? Ja, aber gut. 512M, ne? Ist einer der letzten. Aber trotzdem Wahnsinn. Ja. Wir könnten noch Stunden auf dieser Messe verbringen. Wir haben auf jeden Fall jede Menge alte Autos, ein bisschen Nostalgie, ein bisschen unseren Faible dafür. Tuning-mäßig sind wir auf jeden Fall zu kurz gekommen. Da gab es hier heute gar nichts. Nur jede Menge arschteure, schöne, schicke Autos. Haben uns ein bisschen inspirieren lassen. Schönen Männervormittag gehabt. Ich hoffe, wir konnten euch das ganz gut zeigen. Danke für deine Zeit. Ich danke euch. Wir gehen jetzt zu euch an den Stand und gucken mal, was der Kühlschrank hergibt. Ja, Heineken. Bisschen arbeiten noch. Bisschen arbeiten noch. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank. Lasst einen lieben und netten Kommentar da. Mal gucken, wie euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.